So, liebe Leute, wir blicken hier hinunter. Wir haben den Klostergarten oder den Klosterkeller aufgeräumt. Alle diese kreischigen, ja, wie soll man sie nennen? Wachfrauen mit Brandeisen haben wir beseitigt. Und ja, jetzt versuche ich hier mal rauszufinden, ob es vielleicht demnächst irgendwo mal ein Leuchtfeuer gibt oder ob wir jetzt unsere 14.000 Seelen gleich alle wieder verlieren. Es ist auch echt von der Höhe her krass. Also. Hier hat man für die eine Säule schon sehr viel Steine aufgewandt. Ich halte das auch. Da unten geht es auch irgendwie weiter, ne? Da muss man ja überall hinkommen können. Und da hinten ist ein Turm. Also wenn, dann sieht es doch irgendwie aus, als würde man da. Oh, das leuchtet Licht durch. Jetzt ist die Kamera wieder mein Feind. Aber da hinten sieht es aus. Es ist so detailreich, als wäre da irgendwie ein Leuchtfeuer. Vielleicht unten drin oder so. Schauen wir mal. Hier lauert doch bestimmt wieder irgendwas. Kommt von da oben dann runter gehüpft oder so. Aber hier sind so viele Blutflecken, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Große Seele. Ach, die Kamera ist echt der größte Feind in diesem Spiel. Da muss doch oben irgendwas sein. Wahrscheinlich irgendwie so ein Gift-Gargoyle-Flatterviech, das einem gleich vor die Füße sprengt, oder? Ach, guck. Ach, guck mal einer an. Dann lieber hier auf der Empore. Oh, das ist aber zu weit weg. Alter, wie groß ist das Ding denn? Da unten ist auch noch ein Durchgang. Seht ihr das? Sehr geiles Design, oder? Das ist doch mal wieder ein cooler Moment. Wusste ich doch. Na? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Schön große Hauptstadt hier. Und das ist eine Begrüßung in der großen Hauptstadt hier. Oh, na, aber immerhin gehöre ich nicht zu denen, die den ersten roten Fleck hier hinterlassen haben. Obwohl, das kann ja gleich noch passieren. Also denen möchte ich ja nicht begegnen auf so einer Brücke. Da gleich noch was anderes irgendwo raus. Okay, aber das mit den Spießen muss man auch irgendwie erstmal lernen, dass man, wie man ihn da vermeiden kann, ne? Oh Mann. Ich habe so Angst, dass hier gleich wieder irgendwas noch kommt. Aber eigentlich sagt dir der Schlüssel doch, dass das die tiefste Zelle ist und. Entweder kommt die tiefste Zelle noch hier. Oder irgendwie können wir die tiefste Zelle doch nicht aufmachen. Da kommen wir nicht rüber gehüpft. Oh, da ist eine Leiter. Oh, das sieht nach einer Arena aus. Ich hasse sowas. Bisschen hat der Sound immer was von der Dampflok aus einer alten 8-Bit-Zeit. So Railroad Tycoon, das uralte von 90, 91.
verstehe. Ach, ich höre doch irgendwas brummen hier. Hört ihr das? Scheiße, scheiße. Da ist ja ein Feuer. Ach, ausstrecken. Und toten Knochensplitter, das ist doch geil. Wir haben ja auch eine große Seele. Meint ihr, wir kriegen nur... Na, es wird wahrscheinlich schwierig sein, ne? Ach so, man muss erst zum Feuerband schreien, bevor man den Knochensplitter einlösen kann. Okay. Das muss irgendwie so ein Server-Ding sein, dass diese Flammenschwerter nur über den Mainframe dann irgendwie erreichbar sind und dann nur der Knochensplitter killt. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Das ist auch ein hübscher Effekt, finde ich. Ja, aber wir haben immer noch keinen Titanic-Brocken gefunden, ne? Es lohnt sich irgendwie nicht, hier irgendwas zu machen dann, oder? Fünf Miniseelen. Es kommt ein bisschen darauf an, was das für eine ist. Langsam ist hier Ausverkauf angesagt. Aber das waren bestimmt keine 15.000, sondern 10.000 oder so. Oh, die Schattenasche. Gelbliche Asche. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. Sie sagt ja selbst da immer die Sätze. I only hope these new wares content thee. Wäre halt schön gewesen, wenn sie mal zu den Figuren was sagt, die man da. Oh, was haben wir denn hier? Weintrauben. Moosfrucht. Erhöht Früher gegen sämtliche Resistenzen. Das finde ich ja nicht schlecht. Moosfrucht ist doch mal was anderes als scheiße Kügelchen. Wir könnten uns wenigstens den Schlüssel dann kaufen, wenn alle Stricke reißen. Smaugs Rüstung. Groteske Rüstung desjenigen, der als Smaug bekannt ist. Den letzten Ritter, der die verlassene Kathedrale verteidigte. Er bietet einen mächtigen Schutz und kann von Menschen getragen werden, jedoch nur unter größten Schwierigkeiten. Hier stehen jedenfalls keine Voraussetzungen. Xanthus Übermantel. Ein gelblicher Übermantel, der mit einem Band aus Messingmedaillons verziert ist. Xanthus Kleidung wird von Erforschern verlorener Zaubereien getragen, wobei die Anzahl der Medaillons ihren Erfolg dabei widerspiegelt. Ah, okay. Eher medioker. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere längst verloren gegangen ist. Xanthus Handschuhe, also haben wir hier ein neues Set gekriegt. Wollen jetzt geiler Hut. Auch mal aufsetzen. Ein riesiger Hut. Hier ist nichts Neues dazu gekommen. Das richtet sich wohl eher ein bisschen an Magier, ne, oder? Gut, okay, dann müssen wir den Rest jetzt mit Glut auffüllen. Das nützt alles nichts. Ich verschwende doch nicht hier 16.000 Seelen. Ach, das sind nur 8.000 hier. Okay. So, das heißt, wir brauchen jetzt 6 Glut. Das ist nicht befriedigend, finde ich. Aber es ist ja schon alles im Ausverkauf gewesen. Nützt alles nix. Achso, wir wollen ja was verkaufen.
speichert auch. Oh. Welcome home, speak. Very well, then take. Nee, das reicht nicht, oder? Noch eine Glut, ach Mann. Okay, aber jetzt muss ich das demnächst mal ein bisschen mutiger angehen. Ich kann nicht ständig Glut verballern. Nein. Welcome home. Very then. Das gibt's doch nicht, ey. Der Bogen geht mit Stärke, ne? Ach, ist das ärgerlich. Mehr Ausdauer. Hopp, hopp. Achso, warte mal, wir haben ja gar keine Pfeile mehr, oder? Da haben wir durch das Reisen jetzt wieder ein paar bekommen. Ja, 70. Nehmen wir erstmal 70 mit, oder? Ist auch schön, ne? Sieht geil aus, der Bogen. Gefällt mir. Insgesamt ein ganz cooles Outfit. Auch wenn dieser Spitzhelm ein bisschen merkwürdig ist. Jetzt würde man absichtlich noch mehr einfangen wollen von einem gerade geführten Schwertschlag. Ja, okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann lasst uns hinreisen zu unserem neu erkundeten Leuchtfeuer. Die gottlose Hauptstadt. Oh. Ist ja auch kein Wunder, wenn Aldrich alle Götter auffrisst. Ist ja klar, dass sie gottlos ist. Das war vielleicht ein bisschen sehr gierig. Aber was haben wir denn hier für Ausgänge? Okay. Geht's hier irgendwo raus? Geht's hier irgendwo raus? Da sitzt ja auch noch so ein Affenarsch. Oh. Also so ein Stein, den wir alle versteinert. Oh, hier ist die Leiter, Zitterbad. Da ist ein Durchgang. Und da geht es auch noch irgendwo hin. Da ist eine Flamme. Und da kommen wir auch über diese Brücke bestimmt. Oh, da steht auch noch so ein Auto. Warum stehen die immer auf Brücken? Warum sind die so klug? Ja, irgendwie fühlt sich das Gebiet hier anders an. Ich muss irgendwie mal drauf kommen jetzt, was das bedeutet. Oh, wie kommen wir denn da hin? Aus, als könnte man da lang gehen, oder? Das wirkt irgendwie nicht, als könnte man das. Hier geht eine Leiter runter, vielleicht sollten wir die probieren. Wo geht die hin? Ach, die geht zu dem. Schauen wir mal unten. Immer schön systematisch erstmal erkunden. Ich meine, ich wuche hier nicht mit viel Talent, aber das strategische Erkunden von so einem Gebiet, das kriege ich schon. Hier geht es auch raus, ne? Was haben die denn da? So griechische Feuerkanonen? Da können doch bestimmt meine antike Zuschauer was zu sagen. Sieht aus wie diese Feuerkanonen, mit denen sie... Oh, wer soll denn das noch gewesen sein? Was Aristoteles, der das vorgeschlagen hat. Ja, gut. Kommen wir hier raus? Hier gibt es sonst keine Ecke. Da ist aber noch eine Leiter dahinter, oder? Das ist noch eine andere Leiter, oder nicht? Oder? Warte mal, das muss ich nochmal rausfinden. Da sieht man doch eine Leiter rausgucken. Ach nee, das ist die Leiter, okay.
das schon immer cool, dass man hier durch den Online-Modus andere verlorene Seelen trifft. Okay, ich würde sagen, wir probieren es. Da oben ist der wieder. Oh Mann. Den können wir hier wahrscheinlich auch gleich nochmal um den Kopf kriegen, oder? Da oben ist er. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen können. Was? Redet der mit sich selbst oder was? Okay, nee, das ist Sicherheit nicht korrekt hier. Nur worauf schießen sie da? Wahrscheinlich auch auf einen, der so angeflogen kam, oder? Okay, da schläft einer drin. Das ist ja die Leiter. Wir haben gar nicht so viel gewonnen jetzt hier, oder? War die armen Schweine alle versteinert? Ist das doch die Leiter? Nee, das ist doch gar nicht die Leiter, oder? Das muss doch eine andere Leiter sein, oder nicht? Ah, hierhin geht die Leiter. Ah, okay. Was? Eine rostige Münze. Na toll, vielen Dank. Rostige Münzen. So, super. Zermalen. Für vorübergehend verbessertes Finderglück. Ach, 20. Was ja aber sowieso egal ist, wenn ich gleich drauf gehe hier. Ne? Oh. Was hat der denn jetzt auch? Das hat sich ja gelohnt. Und ich sag noch, das ist ja sowieso egal, wie ich jetzt gleich drauf gehe. Subi. Das ist aber eine ganz andere Seite hier auch. Oh Mann. Naja, gut, okay. Die fühlen sich auch echt ein bisschen sehr stark an. Aber das fühlt sich alles immer erstmal, bis ich dann endlich begriffen habe, wie man sie handeln muss. Ich kann versuchen, da einfach reinzulaufen. Nee, einmal müssen wir alles besiegen, oder? Wo kommt der denn her? Ach, von unten. Von da irgendwie. Boah, sag mal. Yeah.
Die sind so imposant, man müsste sagen, im Arschgeröll. Okay, tut mir leid. Aber die sehen halt auch seltsam aus, ne? Oh, da gibt's ja noch allerhand rumzutouren da unten. Da geht die andere Leiter runter, okay. Da liegt noch eine Seele da hinten. Das hier scheint nicht der richtige Abstieg zu sein. Die versunkene Stadt, ey. Aber es ist cool mit diesem Spalt, ne? Mit den Lichteffekten. Schon sehr hübsch. Manchmal gelingt es dem Spiel halt die mäßigen Grafikleistungen gut zu kaschieren. Und dann sieht es wirklich gut aus. So, hier lauert mir gleich wieder irgendwas auf. Wetten. Natürlich. Was ist denn das wieder? In der Hoffnung, dass es uns nicht gleich wieder aufräumt, abräumt. Nein, verdammt! Ach, das gibt's doch nicht! Was ist das für ein Geklacker? Ich muss mir unbedingt diesen nie merken. Das gibt's doch gar nicht, verdammt. Ich war wieder im Schildmodus, ne? Gittifui. Schabenartigen Dinger. Oh. Was ist das für einer da oben? Okay, 3 lila Moosklumpen mit Blume heißt da unten ist Gift. Und zwar ziemlich viel. Und diese ekelhaften Viecher. Und da muss ja dann irgendwie noch, müssen ja noch Tunnels sein. Okay. Ey, dass mir schon wieder so ein Glitzi entwischt ist, das gibt's doch nicht. Schon. Achso, hier gibt es gar keinen anderen Ausgang. Gibt es nur den Weg in die Sümpfe? Achso. Wir haben auch vom Kerker immer noch nicht den Zuweg gefunden, wo man zu dem Leuchtfeuer am Beginn des Kerkers zurückkommt. Wir können
könnte sich dahin ja irgendwie verbergen, oder? Okay. Krabbeln sie aber nur drunter, ne? Ach, das war... Ja gut, aber... kommen wir jetzt ja nicht ran, ne? Sehr aufgeregt, ne? Jetzt schießen wir gleich wieder ins Holz. Immer noch nicht erledigt. Oh Mann, ey. Wie viel senden die hier, ey? Aber das sieht ja nach normalem Boden aus da und da drüben auch. Ein bisschen riskant jetzt, ne? Ach, aber möchte ich das die ganze Zeit hier jetzt? Möchte ich da unten sein und von denen angegriffen werden? Möglichst von allen gleichzeitig. Und dann noch da aus dem Tunnel raus vielleicht noch, oder was? Ach komm. Hier ist aber auch nichts, um wieder hochzukommen, ne? Scheiße. Ja, lähme ich jetzt hier rum die ganze Zeit. Ach, das vergiftet mich ja sofort auch, ne? Okay. Holdri, poldri. Holala. Leiter, oder? Oh Mann, wo bin ich denn hier reingeraten? Okay, so war das aber nicht gedacht eigentlich. Rollen muss mir einfach öfter gelingen. Das ist ein schöner Angriff, finde ich. Jetzt wirft sie noch mal die Haare hoch. Oh, das ist wirklich so widerlich. Nein. Verdammt, was habt ihr für eine Giftsuppe hier angelegt, ey? Dieses tiefe Schnarchen finde ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Alter Schwede. Da hinten kommt man aber auch nicht wieder raus, ne, oder? Reduziert Untuten, Flugsteigerung und hebt Ausfüllung auf. Ah.
Ach so, die Anzahl der Tode, da war irgendwas, ne, mit Aushöhlung. Aschfarbe ist ein Stein, der einen Schädel umschließt. Reduziert Untotenfluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Die Einwohner Londos, dem Land der Höhlen, nutzen diesen Geheimschatz, um sich den Anschein von Normalität zu geben. Gelegentlich wird sogar eine Höhle selbst davon getäuscht und wendet sich gegen einen der ihren. Okay. Aber was ist das hier? Und was... Wie soll ich da hinten hin? Brauche ich ein bisschen mehr Giftresistenz, um da hinten was rauszufinden, oder? Oder sind da noch mehr von den Dingern? Ist ja echt fies, die Ecke hier. Schaut euch mal an, wie schnell hier Gift steigt. Da kann ich ja nicht mal hinten rumlaufen um die Ecke. War da nicht auch was mit dem Eingang? Da war doch irgendwie ein Eingang vorne da. Okay. Was ist hier hinter? Was sind das für welche? Das sind ekelhafte Viecher. Tschüss. Was auch jetzt auch mal. Oh. Reicht nicht. Oh. Oh, das ist dann wohl zu viel Gift, oder was heißt das? Du Scheiße, das reicht nicht. Wo bin ich denn hier reingeraten? Drei Gegner auf einmal sind ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ich muss einen Weg finden, das zu reduzieren. Was ist das? Wieso? Oh, da ist dann noch eine Etage mit den Dingern. Wie schön, dass ich nicht mehr zurück kann. Oh. Also für mich ist hier Viertel vor Homeward-Bone gerade. Sind da drin. Also zum Üben ist ja vielleicht einer erstmal besser, ne? Sag mal, was ist das hier, ein Riesenbaby oder was? Das ist ja ein Moveset. Ach, ja, auch wirklich schön. Oh, wo bin ich denn hier jetzt wieder hingeraten?
ist schon wieder ein Man-Mac. Ich dreh durch. Was ist denn hier los, ey? Oh, hier oben ist auch irgendwas. Man, dass man das immer nicht sehen kann. Man kommt schon drauf, dass da was ist. Da liegt ja auch eine Seele, aber man kann da nicht sehen. Was ist das? Das ist bescheuert. Ist doch immer wieder schön, für was man hier so reinkommt. Wieso? Sinnlos voraus. Naja. Ach so, du wolltest ja gern droppen. Okay, das war nicht so gut, scheinbar. Das heißt, wir müssen uns auch merken, was unten noch diese Handmonster sind. Aber die haben so viele Lebensenergie. Ich habe so viel. Also, das schaffe ich nicht. Mal gucken, was weiter oben ist. Wahrscheinlich ist da auch irgendwie nichts gesundet. Nein. Nein, ich will hier weg. Was ist das? Nein, ich kann nicht. Oh, ich konnte nichts mehr machen. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt 5 Meter vor dieser Stelle gewesen, wo man vielleicht das Tor vom Kerker eröffnen kann. Okay, liebe Leute, das war's dann für heute. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Reise in die Souls-Spiele und vielleicht traue ich mich ja nächstes Mal auch. Ach, wir müssen ja das Glitzi auch noch holen. Dann gehen wir wieder lang und dann müssen wir versuchen, die ja, die 5-Finger-Bande da zu erledigen. Und außerdem diesen Feuerzauberer auf dem Dach. Das werden wir irgendwie hinkriegen. Der schien ja machbar, aber der hat mich ganz schön gestunt, wenn er mich getroffen hat. Okay, ich danke euch sehr, dass ihr dabei seid bei der Reise. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.